Hi, willkommen zurück zu einem neuen Taschenvideo. Mein Name ist Anne. Ich habe fast 300 Handtaschen, mal mehr, mal weniger. Und merke immer, dass es mir bei der Entscheidung eines Taschenkaufs sehr hilft, wenn ich vorher ein Video auf YouTube angucken kann. Und oft gibt es aber zu den Modellen, obwohl sie recht bekannt sind, keine Videos. Und dann springe ich ein und versuche, ein Video zu drehen, sodass ihr auch die Taschen euch angucken könnt, bevor ihr sie bestellt. Heute geht es um eine Rucksacktasche von zwei dieser veganen Marke. Ich glaube, die sitzen in Weiterstadt bei Darmstadt. Ich habe das hier bestellt von einer nicht näher genannten großen Firma und möchte die heute mit euch zusammen auspacken. Die kam gestern an und ich habe sie bisher noch überhaupt nicht angeguckt. Und zwar ist das die Tasche Olli OR12. Und das Coole an dieser Tasche ist, ich habe Katzen, nicht wundern, wenn hier gleich eine einen Gastauftritt macht. Dann legen wir hier die große Tüte mal neben hin und hoffen, die Katzen lassen uns jetzt mal in Ruhe das Video machen. Genau, das ist die Olli R12, OR12. Die gibt es, glaube ich, nur in einer Größe. Das Coole daran ist, dass sie sowohl ein Rucksack ist, aber auch eine Tasche, also eine Handtasche, die man über die Schulter hängen kann. Und ich bin schon sehr lange auf der Suche nach sowas. Wer meine anderen Videos angeguckt hat, hat auch gesehen, letztes oder vorletztes Jahr habe ich viel mit solchen auf Deutsch sogenannten Bodybags, also diesen quergetragenen mit einem Riemen experimentiert. Das war, ist, naja, für Frauen mit großen Busen manchmal nicht so der Hit. Und deswegen bin ich jetzt wieder bei so einem Hybrid gelandet. Und jetzt möchte ich das mal mit euch zusammen aufmachen. Wie gesagt, ich habe es noch gar nicht geöffnet, ist noch original zu. So, ich nehme die mal raus. Das erste, was mir auffällt, ist, dass sie relativ schwer ist, dafür, dass es hier oben Kunstleder ist und hier so ein Canvas-Stoff. Aber das muss ja erstmal nichts Schlechtes sein. Achtung, jetzt kommt eine Katze vorbei, also nicht wundern. Genau, und also, wenn ich das richtig sehe, aber fangen wir erstmal oben an. Also die hat hier keinen Reißverschluss. Manche Modelle von zwei haben dann Reißverschluss. Ah ja, genau. Und hier ist nämlich schon der legendäre Umhängeriemen. Das machen wir mal ab. Genau, sodass das ein Rucksack ist, den man sich auch über die Schulter hängen kann. Das Stoff fühlt sich relativ angenehm an, relativ fest. Ich habe ja schon gesehen, ich habe Katzen. Ich würde mir jetzt ein bisschen Sorgen machen, dass die diese Struktur mit ihren Krallen, naja, ganz gut reißen können, aber das müsste man dann mal abwarten. So, dann machen wir die auf. Dann hat die. Ich euch das mal hier. Ah, da ist noch ein zweiter großer Riemen drin zum Umhängen. Das finde ich gut. Auch aus diesem Canvas-Stoff. Super. Genau, und dann mal reinschauen. So, also da gibt es ja auch wieder so einen Schlüsselring, wo man was dran machen kann. Dann hat sie hier vorne eine, sorry, ist ein bisschen schwierig, hier so eine, bis ganz runter geht, hier vorne so eine Tasche. Dann, ich glaube, das ist gepolstert, das ist für den Laptop. Cool. Dann hier eine Haupttasche und dann hinten noch ein Steckfach. Und hier noch ein Reißverschlussfach, das sich ein bisschen schwierig öffnen lässt. Genau, das nur normal tief ist, nicht das ganz runter. Und sie hat, ich finde, sie macht einen ganz wertigen Eindruck, ehrlich gesagt. Und jetzt kommt das Spannendste eigentlich daran. Nämlich, jetzt machen wir mal hier hinten, mache ich jetzt mal diese Halter ab. Diese kleinen weißen Buch. Ah, und sie ist zu 100% recycelbar. Das ist auch schön. Das sind so mit Verzierungen, das ist ja spannend. Das kann man hier abmachen, aber warum? Ah, vermutlich um den Gurt zu verstellen. Muss man dann mal schauen, wenn es soweit ist, wie das geht. Hier kommt die nächste Katze. So, was mich jetzt besonders interessiert, ist, versuche mal die
runterzuschieben. Was mich jetzt besonders interessiert daran, ist, wie man die Träger verstaut. Das probieren wir jetzt mal zusammen. Da ist nämlich hier hinten eine Tasche, die man auch ganz gut für Sachen nutzen kann, wenn, naja, die nicht unbedingt sofort greifbar sein sollen für Taschendiebe und so. Jetzt habe ich mal das Bein zu ömmeln. So. Ich sehe nicht so genau, ob das jetzt dann die Lösung ist. Ist dann hinten. Also ganz cool ist es nicht. Ein bisschen unkomfortabel, das da reinzustopfen, aber gut, und vor allem sieht es hinten dann irgendwie blöd aus. Aber von vorne würde man das vermutlich nicht sehen. Genau, von vorne nicht, und es ist auch nicht, oh, es fühlt sich nicht unangenehm an. Obwohl man jetzt hier das so ein bisschen hier gewellt hat. Also ich sage euch ehrlich, ich bin noch nicht ganz entschieden, ob ich sie behalte oder nicht. Vielleicht muss ich sie erstmal beladen mit irgendwelchen, also nicht mit meinem eigenen Zeug. Ich finde immer, wenn man eventuell überlegt, was zurückzuschicken, dann ist es nicht so cool, wenn man das, naja, schon so mit anderen Sachen in Berührung bringt. Aber einfach mit, keine Ahnung, Papier oder so, dass ich einen Eindruck davon bekomme, wie die beladen aussieht und ob das was bringt. Oh, da fliegt das Handy, das andere Handy. So, und jetzt würde ich aber euch gerne nochmal zeigen, wie man hier die Träger verstellt. Das interessiert mich nämlich auch. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen wie bei Fjell Reven ist. Ich weiß nicht, ob ihr einen Fjell Reven Rucksack habt. Ich habe einen, den ich eigentlich auch sehr, sehr mag. Und da ist es auch so, dass es eigentlich nur zwei Stufen gibt. Entweder ganz eng oder ganz weit. Und das wird dann jeweils hier mit so einem Druckknopf, ist dann quasi das natürliche Ende erreicht. Und dann kann man nicht weiterziehen. So, und jetzt zeige ich euch nochmal, wie das aussieht, wenn man den aufzieht. Ich finde es allerdings auch komisch, wenn man das dann nicht mehr verstellen könnte. So. Ist mal schlecht, wenn dann schon der Kater wieder dran hängt. Der geht auch mal wieder auf den Boden. So ist es, wenn man Katzen hat. Also, dann sieht es so aus. Ich würde aber jetzt schon mal hoffen, ja, das kann man tatsächlich doch, wenn man es trägt, dann auch verstellen. Ich finde es nicht so schlecht. Ich weiß nicht, also das Geömmel müsst ihr euch da natürlich jetzt wegdenken. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem langen Riemen dann unbedingt tragen würde. Ich glaube, mir geht es vor allem dann darum, dass ich was habe, wo ich sie dann auch so tragen kann. Aber das ist ja Geschmackssache und man könnte ja auch den langen Riemen entsprechend kurz verstellen, sodass man den dann auch zur Hand hat, wenn es soweit ist. Oder man tut ihn da rein oder man lässt ihn zu Hause, weil er doch ganz schön schwer ist. Ist mir auch bei anderen zwei Modellen übrigens aufgefallen, ja, dass da die breiten Riemen immer relativ viel Gewicht reinbringen. Ja. Das ist die. Ich glaube, also ich habe unter 80 Euro jetzt dafür gezahlt. Ich glaube, so 76 irgendwas kostet die bei Amazon. Die gibt es in mehreren Farben. Ich würde schätzen, bestimmt so 10, 12 Farben, aber nagelt mich da nicht fest. Ja, und das ist der Taschenrucksack Olli OR12 von der Marke 2. Macht's gut, bis bald.